Alter, was geht ab, Leute? Hongya mit einer weiteren Folge Hong Reacts, alte Folgen, direkt aus dem Subway. Ich starte einfach mal. Und gleich. Gucken, was soll am Anfang. Ich denke, wir machen hier einen Schnitt. Okay, Song vorbei. Wir gönnen uns erstmal Coke Zero und eine Art zum Mix, Spezi. Ich hab mir wahrscheinlich Eistee gegönnt. Die andere oder Sprite. Schreibt noch in die Kommentare, was ihr euch so gönnt. Ich frag mich, ob das direkt nach dem Oberness war. Das ist die Folge gestern. Hatten wir dann noch so viel Zeit, dass wir essen gegangen sind und dann noch zum Bordeaux-Platz? Das ist schon heftig, nicht schlecht. Aber ja, damals waren wir halt noch richtig süchtig, haben echt eine Menge gezockt. Da war das gar nichts, das abchecken. Und farmen den ganzen Tag. Jetzt ist ein C-Day mit 3 Stunden bereits ein bisschen zu lang. Aber. Stärkstes Pokémon? Carlos 1-0 irgendwas. Hört ihr, nicht mal über 2K. Richtig heftig. Schlecht damals. Ja. Okay, ja. Damals dachte ich, schmeiß einfach so ein paar Arcanis weg. Ihr wisst gar nicht, wie krass Arcani damals war. Eines der Top-Pokémon. Und die Bonbons damals waren so selten und so schwer zu bekommen. Jetzt denkt man sich, okay, 50 Bonbons ist gar nichts. Aber damals war echt heftig. Da musste man mehrere Stunden in ein Nest gehen. Für 50 Bonbons. 1-2 Arcani. Das hat er bis und dann heute. Ja. Also bis weiß ich nicht. Oh mein Gott, ohne fester Dachhörer. Die gehen auch so, braucht keine Angst. Und dann lass auch noch Frauen rein. Die gehen schon. Die werden alles weiß. Merk grad, zufällig ist mein Bildschirm über meinen Kopf. Perfekt. Okay. Ostbahnhof angekommen. Also anscheinend doch. Richtig spontan steht da. Oh mein Gott! Mit seinen 10 Gigabyte. Stopp! Alter! Moment! Warte mal! Muss ich fast Pokémon aufmachen? Stopp! Seht ihr meine Maus? Ihr seht meine Maus nicht. Da rechts! Unter dem Hypo-Vereinsbank. Das ist Birgit. Damals kannte ich die natürlich nicht. Das erste Mal, wo ich aktiv wusste, okay, die Frau, das ist Birgit und sie dann getroffen habe. Das war beim Despota, das Wilde da auf der Panzerwiese. Also irgendwann Gen 2 und das ist Anfang Gen 1, krass, und da ist Birgit. Und ja, damals war sie schon richtig krass anscheinend, weil da ist ein Lapras. Aber mehr dazu wie jetzt dann. Krass, wie der Birgit einfach umläuft. Ich bin weg mit seinen 10 GB, dem Migrantenbonus. Warte, die sind alle hier gerade. Ja, gehen wir mal in die Richtung. Alter, Birgit, Leute! Alle laufen? Oder gehen? Besser gesagt? Nichts Interessantes in der Nähe, außer Caputo. Damals echt selten. Ihr seht, alle gehen weg von uns. Also, wir gehen in die falsche Richtung. Aber naja. Ey Jungs, was gab's hier gerade? Lapras. Echt jetzt? Wo ist es? Es ist ungefähr. Warten Sie. Hier. Wie magisch gesiezt wird. Also laufen, ich meine hier. Ja. Vor wie vielen Minuten? Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Also echt? Danke. Alles klar, danke. Ey, das ist kaputt. Oh mein Gott, gespawnt. Scheiß auf kaputt. Gott. Schon angezeigt. Gelaufen. Magisch ist vorgelaufen, aber er hat es nicht mehr geschafft. Es war zu weit und ein bisschen zu spät gekommen. Ich hab so 15 Sekunden oder so verpasst. Oh mein Gott. Angeblich. Konntest du es auch sehen? Auf Sighting. Oi. Ja. Schon meine Beine sind gerade endlang gespannt. Vor allem nach direkt Subway. Echt krass. Eine Ironie. Tati, bevor er uns hier gelassen hat, er so, sag's mir, wenn es einen Lapras gibt. Ja, Mann. Wir steigen aus, 30 Sekunden später, wir sehen Menschenmenge. Menschenmenge und Lapras gefangen. Ja. Ich hab's so knapp verpasst. Tati hat echt eine Gabe für Pokémon, Mann. Ja, Mann. Alles, was er will, kommt auch. Unglaublich.
Schade. Jetzt dauert es wieder aber ein paar Minuten. Ja, wir hatten so ein paar Lappers. Also. Ist ja kein Gelag so, dass wir auf Power Star. Ich hab gehört 2000, 2300, 1800. Ja, ja. Das war ein fettes Lappers. Folge beginnt schon mal spannend. Heftig. Folge beginnt, ja. Relativ spannend. Ich merke gerade, der Bildschirm hat eine leichte Verzögerung. Ich hoffe, man merkt es nicht zu sehr. Das hängt gerade. Schon lange nicht mehr hängen geblieben, jetzt hängt es wieder. Ich gehe aber so weiter. Okay. So, schauen wir mal, wie wir da noch alles entdecken. Heute. Gib uns noch ein saftiges Eis. Oh, keine Ahnung. Danke dir, Markus. Gerne. Warte, eine Serviette kriegst du auch noch. Okay, passiert hier noch irgendwas? Oder eher nicht? Hinten gibt es Terratini und Gänge, aber es ja, hab ich schon gehört. Ah nein, shit, das ist deins. Das ist dein Spiel. Holo-Platz. Mein erstes Macholo überhaupt. Heute? Ja, erstes Macholo. Überhaupt. Krass. Nee, Alter, Pokémon, das ist heftig. 500 Experience. Das ist echt heftig. Mein Heute erstes Macholo. Schlagkreuzhieb. Ist heftig. Macholo damals, ja. Ah, das war schlecht. Extrem selten. Oh, die Leute bewegen sich. War wohl nichts Besonderes, wenn wir nicht aufgestanden sind. Werdet ihr nur auf den Drachenpuls von? Wir gegen Dragoran reden, gegen den habe ich ein bisschen Probleme. Okay. Und ich habe noch kein gutes Eis-Pokémon. Ein gutes Eis-Pokémon? Kein Lapras? Kein Lapras, kein Eis-Pokémon. Vorhin verpasst auch. Ich habe ein Lapras, das hat nur 1300. Okay. Und es ist kein Drachenpuls, es ist kein Eis-Pokémon. Okay. Ja, Drachenpuls ist aber auch gut gegen Drache. Gegen Dragoran, also. Das macht keinen Sinn, was er gerade gelabert hat. Der Typ, der Infos hat, die nicht mal ein YouTuber hat. Oh, wieder. Wie es einfach so dunkel wird. Und immer noch die ganzen Freaks da sind. Seht euch das an. Decken, Stühle. Wir können gleich Lagerfeuer dort machen. Camping, Zelt, Thermoskanne, Marshmallows und los geht's. Fehlt nur noch diese eine mit der Gitarre. Oder Ukulele. Ukulele auf Deutsch, glaube ich. Aber hier? Gehen wir oder was machen wir? Oder drehen wir Runden? Suchen wir noch weiter? Schau mal, er macht die Animation. Okay, Alter. Warte, ich muss zurück kurz. Alter, er geht für einen Fleck und zurück. Wir waren auf dem Hauseweg, auf einmal lockt Babisch zurück. Flecken okay. Und Sepa, Sternlos. Ist echt nicht leicht aufzuhören, ihr kennt es selber. Auf einmal ja. Spawnt wieder alles und man kommt zurück. Manchmal schon. Latini ja. Irgendwo auch noch. Latini, ja. Das ist, wenn man hier jetzt hat, dann. Ja, kommt, ich kenne den Spot schon. Alles klar. Oh, ich kenne den Spot, okay? Es gibt hier echt einen Dratini Dragonier Spot. Ja, das stimmt aber. Der da gab es echt einen. Suchen. Oder mehrere sogar. Da kamen ständig. Dragonier, Dratini. Also wer hier am Anfang gechillt hat, eine Menge Garados, also Kapodon-Bonbons und Dratini-Bonbons. Shit, der war zu leise. Nee, den hat die Kamera schon aufgedreht. Bestimmt. Ja, aber der hat die Laute, dann ist er mit dem Thema noch. Diese Videos werden auch noch folgen. Ich hab ein bisschen Namenprobleme. Hey, diese Videos werden nicht folgen. Warte, das ist sicherlich doch richtig lustig. Zentat, ich mach's einfach in der Berufsschule endlaut. Sogar die Mädchen lachen sich kaputt. Ja. Sehr toll, magisch. Ein echter Ganove. Er geht mitten auf der Straße.
Also da, ihr seht die Mengenmasse. Echt heftig, wie es damals abging. Da ist Adnan, der Süchtige. Damals kannten wir Adnan natürlich nicht. Ich bin immer noch beim Stern. Bei Kapado. Ansonsten. Alles klar. Ja, schade, wir filmen nicht in die Richtung, wo die ganzen Leute sind. Ja, aber echt geil, so zu sehen, wer da alles gespielt hat damals, den man ja halt später erst kennengelernt hat. Wie zum Beispiel da Birgit. Verrücktes GPS von mir, ich muss immer ein bisschen weiter gehen. Immer weg von der Masse. Oh, da ist es ja. Okay. Aber da schnappen wir uns natürlich auch noch. Damit wir auch mal noch ein paar Gardes machen. Die Rentner. Komm, wo der mal Mensch was, der weiß gar nicht, wer so. Argus macht weiter mit seinen Furzwitzen. Er denkt einfach so, Furzen ist witzig. Und anscheinend lacht jeder über seine Furzwitze. Sogar die Mädchen aus seiner Berufsschule. Angeblich. Also ich habe nicht gelacht. Ich glaube, da hat auch keiner gelacht. Ich glaube, auch keiner von euch lacht. Das ist so ein Spaß. Hast du nicht gehört? Ich habe gar nichts gehört. Wo musst du jetzt lang? So, rechts. Wieso kommt da auf einmal ein Wind? Dann ist der Wind wieder da. Ich dachte, wir wollten gehen. Soll ich jetzt machen? Wieso nicht? Warte, ich muss noch ein paar hier fangen, Mann. Okay. Obwohl wir eigentlich gehen wollten. Ja, jetzt machen wir dann auf den Weg, wenn dann nicht. Ich wollte echt schon die ganze Zeit gehen. Alter, es ist noch dunkler geworden. Ja, seit 3 Monaten habe ich jetzt auf den Nidoqueen gespart. Ist das Spiel überhaupt schon so lange draußen? Hier haben wir Nidorina. Ich weiß schon, dass 89% hat, aber schauen wir nochmal. Team Rot. Keine Ahnung, wie die Pitcher. 89 ist aber eigentlich nicht so toll. Es kann einfach alles. Angriffswert ist Stärkseigenschaft. Seine Werte haben mich um Wow heißt, dass es dann 15 hat. Angriff 15, okay. Ja, es ist noch klein. So. 102 Stück. Sieht man es. Seht ihr, wie vorsichtig man da auf Attacken mehr gut entwickelt hat? Gift-Tip und Erdbeben oder Gift-Tip und Schlammwoge? Oder Matschbombe? Bei 100 so. Bonbons. Bei 100 Bonbons, das war so heftig damals. Wie soll man bitte 100 Bonbons sammeln? Also damals Bonbons sammeln. Neue Pokédex so selten alles. Oh, yes, oder? Oh, da, erstes Nidoqueen. Davon konnte ich damals nur träumen. Das ist 1503. Schätze ich mal. Nee, bestimmt mehr. 1503 und 1402. Oh mein Gott. Biss und Erdbeben. Oh mein Gott. Voll bin ich nicht unzufrieden, aber Gifty wäre schon besser, weil ist ja ein Gift-Pokémon. Das stimmt. War nicht schlecht. Aber eigentlich ist es vollkommen egal, denn wer kämpft schon mit Nidoqueen? Erdbeben ist das Beste, was hätte kommen können. Naja. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht so fasziniert von seinem Nidoqueen. Aber das war's von uns anscheinend. Jetzt Worte, heute war super saftig. Was das? Und es werden noch krasse Pranks kommen, so zwischen den Folgen, damit es nicht mal langweilig ist. Nein, hier Pokémon, dies, das. Furzpranks. Nein, keine Furzpranks. Wer traut sich einfach vor Leuten zu furzen? Deswegen seid gespannt. Nein, alles klar. Jetzt seid nicht gespannt. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business. So ist es. Servus, Leute. Ich hoffe, ihr danke für dein Outro, Bagosch. Für dein Yu-Gi-Oh! Outro. Ja, das war's von dieser Folge. Was soll ich sagen? Birgit, irgendwo im Hintergrund gesehen. Das war cool. Ja, manchmal kommt man einfach nicht weg, man will gehen und dann kommt noch was und dann will man wieder gehen und dann kommt immer wieder was Neues. Also damals war es echt geil. Ihr habt es gesehen, es war stockdunkel schon und immer noch so viele Leute am Start. So viele Leute, die für den Dratini gelaufen sind. Sein Nidoran, Nidoqueen, es war so schlecht, 89% und nach Hause damals echt selten. Aber ja, das war's erstmal von mir und dieser Folge. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab. Ah, schreibt doch unten in die Kommentare, ob ihr auch diese Momente kennt, wo man einfach nicht wegkommt und immer weiter zockt. Aber ja, folgt mir auf Facebook, Twitter, Instagram. Checkt den Shop ab,
Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.